München, 27. November 2002. Der Schauspieler Günther Kaufmann wird zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Für das Gericht ist erwiesen, er hat seinen befreundeten Steuerberater getötet. Eine Dokumentation der ARD zeigt ihn nach der Urteilsverkündung mit seinen Kindern. Er räumt ein. Das Urteil ist gerecht. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ausschlaggebend für das Urteil, Günther Kaufmanns Geständnis. Er gibt zu, seinen Freund im Streit angegriffen und dabei erstickt zu haben. Heute wissen wir, das Geständnis war eine Lüge und Kaufmann nicht der Mörder. Es gibt klare wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, welche Faktoren begünstigen, dass ein Mensch ein falsches Geständnis ablegt. Warum gestand Günther Kaufmann eine Tat, die er nicht begangen hat? Februar 2001. Günther Kaufmann meldet sich bei der Polizei. Er habe seinen Freund Hartmut H. tot in dessen Wohnung aufgefunden. Die Polizei eilt zum Tatort. Sie findet die Leiche des Steuerberaters am Boden. Spuren werden gesichert. Kommissar Josef Wilfling ermittelt in diesem Fall. Der Beamte will Günther Kaufmann als Auffindungszeugen im Revier verhören. Doch bei einem Verhör bleibt es nicht. Der Schauspieler, unter anderem bekannt aus den Wiki-Filmen, erscheint freiwillig regelmäßig auf dem Revier, um sich nach dem Stand der Ermittlungen zu erkundigen. Das kann man auch den Akten entnehmen, dass immer wieder der Herr Kaufmann unangemeldet bei uns auf der Dienststelle erschien und immer wieder nachgefragt hat, ob wir schon was Neues hätten. Für die Ermittler ist dieses Verhalten verdächtig, denn es kommt häufig vor, dass sich TäterInnen bei der Polizei nach den Ermittlungsergebnissen erkundigen. Somit gerät Kaufmann in den Kreis der Verdächtigen. Günther Kaufmann hat seinen Freund tot aufgefunden und auch der Polizei ausführlich berichtet, was er eben gesehen hat. Demnach hatte er ja bereits Kontakt mit den Ermittlern in diesem Fall. Und ausgehend davon, dass er überhaupt keine Ahnung hatte, wer seinen Freund aus welchen Gründen getötet hat, macht es menschlich völlig Sinn, dass er dann auch immer wieder die Ermittler, die ihm bereits persönlich bekannt waren, angesprochen hat, ob sie nun wissen, wer seinen Freund getötet hat. In den Gesprächen zwischen Kaufmann und dem Ermittler Wilfling erhärtet sich ein Verdacht. Der Schauspieler könnte der Täter sein, denn der ermordete Steuerberater hatte Günther Kaufmanns Frau Alexandra etwa 850.000 D-Mark geliehen. Das Geld sollte für eine alternative Heilmethode bei ihrer Krebserkrankung eingesetzt werden. Wollen die Kaufmanns das Geld womöglich nicht zurückgeben? Ein potenzielles Motiv. Günther Kaufmann war jemand, der offen auf Menschen zuging, der sehr schnell, auch umfassend mit Menschen ins Gespräch kam. Und in diesem Fall, dadurch, dass er immer wieder mit dem leitenden Ermittler sprach und auch das Gefühl hatte, ja nichts zu verbergen zu haben, hat er sehr, sehr offenherzig alles, was er wusste über den Mann und auch das Leben mit ihm als Freund, offenbart. Und er hat überhaupt nicht geahnt, dass der Ermittler nun in dem Geld ein Motiv sehen könne. Außerdem hat Günther Kaufmann im Gegensatz zu seiner Ehefrau kein Alibi. Er wird erneut zur Vernehmung gebeten. Bei der Begrüßung habe ich ihm eröffnet dann, dass er ab sofort Beschuldigter ist. Günther Kaufmann ist schockiert. Und dann kam mir die Tränen. Ich sagte, das können Sie doch nicht glauben. Sie können doch nicht glauben, dass ich den Mann umgebracht habe. Doch, ich sagte, Sie machen das. Die Welt weiß es, ich weiß es, Sie wissen es, jeder weiß. Die Verhöre werden zunehmend härter. Günther Kaufmann fühlt sich unter Druck gesetzt. Später sagt er, dass ihm der Ermittler mit lebenslänglich gedroht habe. Dann soll er Kaufmann einen Deal angeboten haben. Falls er die Tötung gestehe, käme der Schauspieler nach 5 Jahren wieder frei. Kaufmann ändert seine Aussage. Ein Satz, der später auch so in den Akten vermerkt ist. Sie kriegen jetzt ein Geständnis von einem, der es nicht war. Was hat es mit dem Phänomen auf sich, dass Menschen falsche Geständnisse ablegen? Manchmal gestehen Menschen eine Tat, beispielsweise, weil diese Tat sehr bekannt geworden ist und sie dann eine sehr ungesunde Art von Aufmerksamkeit dadurch suchen, ein falsches Geständnis abzulegen. Dann gibt es auch die Situation, dass Menschen wissen, sie sind unschuldig und trotzdem etwas gestehen, weil sie sehr stark unter Druck gesetzt wurden. Dann kann diese Person irgendwann an diesen Punkt kommen, zu glauben, niemand wird mir glauben, dass ich unschuldig bin. Und die werden mich verurteilen. Und jemand, der an diesem Punkt ist, kann innerlich kapitulieren, kann sagen, ich will diese Situation jetzt beenden, ich kann nicht mehr.
Und in Extremfällen kann es sogar zu internalisierten falschen Geständnissen kommen. Das bedeutet, dass eine Person sehr lange befragt wird, typischerweise, und so stark unter Druck gesetzt wird, dass sie glaubt, sie habe etwas getan, was sie gar nicht getan hat, und meint, sich entweder nicht daran erinnern zu können oder in Extremfällen sogar falsche Erinnerungen entwickelt an eine Tat, die sie nie begangen hat. Nach dem Geständnis schildert der Schauspieler dem Kommissar detailliert, wie er den Steuerberater getötet haben will. Doch die Aussage passt nicht zu den Ermittlungen am Tatort. Einer DNA-Analyse zufolge gibt es an der Leiche Spuren von 3 Personen. Günther Kaufmanns DNA ist nicht darunter. Der Ermittler hält trotzdem an Kaufmann als Tatverdächtigen fest. Für ihn zählen Geständnis und Motiv. Steuerberater Hartmut H. wollte sein Geld zurück. Günther Kaufmann konnte oder wollte nicht zahlen. Deswegen musste der Mann sterben. Doch die 850.000 D-Mark hatte Hartmut H. nicht Günther Kaufmann, sondern seiner Frau überwiesen. Sie hätte das Geld auch zurückzahlen müssen. Vielleicht hat der Schauspieler den Mord gestanden, weil er seine Frau schützen wollte. Ein Geständnis aus Liebe? Es gibt solche Konstellationen, in denen Menschen ein Geständnis ablegen, um eine andere Person zu schützen. In seinem Fall möchte ich aber berücksichtigen, was er selbst in einem Interview gesagt hat, wo er betont hat, dass es nicht war, der Gedanke, sie zu schützen, sondern dass er an dem Punkt war, an dem er sicher war, seine Unschuld werde niemand glauben. Das sei ihm so auch deutlich vermittelt worden. Und dass er an dem Punkt war, nur noch zu überlegen, wie kann er das Strafmaß minimieren. Und dass er an diesem Punkt eben deswegen dieses Geständnis abgelegt hat. Am 3. Juni 2002 beginnt in München der Prozess. Vor Gericht werden die Widersprüche zwischen dem Geständnis und den Spuren am Tatort erörtert. Der Schauspieler erneuert seine Aussagen und erfindet 2 Mittäter, die er sogar namentlich benennt. Später wird er darüber sagen: Da diese Spuren da waren, mindestens 2, eigentlich 3. Aber 3 konnte ich nur wirklich nicht erfinden. Ich wusste gar nicht, wen ich überhaupt noch nennen sollte. Das hat ja nicht mehr gereicht, dass ich es war. Es handelt sich um 2 Freunde aus dem Münchner Milieu, doch beide können ein Alibi vorweisen. Als sich Günther Kaufmann in der Situation befand, dass er davon ausging, er müsse jetzt alles tun, was er nur kann, um sein Strafmaß zu vermindern. Da begann er, die Informationen, die er bereits hatte, durch die vielen Gespräche, aufzunehmen in seine Geschichte. Es kann sein, dass die Tatsache, dass er Schauspieler war, es ihm etwas leichter gemacht hat als anderen, daraus auch eine Geschichte zu machen, die er präsentieren konnte. Aber dieses Phänomen kennt man auch von vielen, vielen anderen Menschen, die falsche Geständnisse abgelegt haben, ohne dass sie irgendwelche schauspielerischen Fähigkeiten gehabt hätten. Es macht aber Sinn, dass er, weil er verzweifelt überlegt hat, ja, was könnte ich denn jetzt sagen, was die hören wollen, dass er dann überlegt hat, wen er kennt, bei dem es auch nur irgendwie plausibel sein könnte, dass diese Personen involviert sind. Er hat also relativ rational überlegt, wie er das liefern kann, was von ihm erwartet wurde. Die Anklage präsentiert einen überraschenden Zeugen, den langjährigen Liebhaber von Alexandra Kaufmann. Sie habe ihren Ehemann in Wahrheit gehasst, sei von ihm misshandelt worden. So sagte er vor Gericht. Zum Zeitpunkt des Prozesses ist die 37-Jährige ihrem Krebsleiden bereits erlegen. Es ist davon auszugehen, dass Günther Kaufmann entsetzt war, als er in diesem Kontext erfuhr, dass seine Frau ihn lange belogen und betrogen hat. Ob er zu diesem Zeitpunkt auf den Gedanken kam, dass sie auch hinter dieser Tat stecken könnte, das wissen wir nicht. Aber selbst wenn er in diesem Moment diesen Gedanken gehegt haben sollte, hätte es ihm keinen Vorteil gebracht, denn zu diesem Zeitpunkt nun sie plötzlich als mögliche Verursacherin dieser Tat zu benennen, das hätte ihm wahrscheinlich kaum mehr jemand an diesem Punkt geglaubt. Nach 6 Monaten steht das Urteil fest. Günther Kaufmann wird wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung mit Todesfolge zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Damit scheint der Fall abgeschlossen. Doch 2,5 Jahre später meldet sich eine Zeugin aus Berlin bei der Polizei. Ihr Freund habe den Mord an dem Steuerberater gestanden. Mit 2 weiteren Männern hätte er Hartmut H. überfallen, Alexandra Kaufmann hätte ihn beauftragt. Das Ziel, Hartmut H. sollte auf seine Geldforderung verzichten. Der Prozess wird erneut eröffnet. Unter den Angeklagten der Geliebte von Alexandra Kaufmann. Wegen Raub mit Todesfolge wird er zu 15 Jahren Haft verurteilt. Günther Kaufmann hingegen wird am 26. Januar 2005 freigesprochen. Die ganze Welt erfährt von dem erlogenen Geständnis. Man kann sich vorstellen, wie wahnsinnig erleichtert Günther Kaufmann war, als seine Unschuld endlich bewiesen wurde. Er hat ja schon mit den Worten seines Geständnisses, als er sagte,
dass ein unschuldiger Mann jetzt ein Geständnis ablegt, deutlich gemacht, wie zuwider es ihm war, dieses falsche Geständnis abzulegen. Und dieser Fall illustriert die Gefahr, dass falsche Geständnisse abgelegt werden können, welche Faktoren dabei eine Rolle spielen und wie wichtig es ist, diese Faktoren stets zu beachten, um eben die Entstehung falscher Geständnisse zu verhindern. Der Polizist Josef Wilfling ist immer noch davon überzeugt, dass Günther Kaufmann eine Mitschuld trug. Der Steuerberater würde heute noch leben, wenn das Ehepaar Kaufmann nicht gewesen wäre. Und ich zweifle heute noch daran, ob der Herr Kaufmann davon nichts gewusst hat. Am 10. Mai 2012, im Alter von 64 Jahren, stirbt der Schauspieler Günther Kaufmann an einem Herzinfarkt. Was er tatsächlich wusste, ist bis heute ungeklärt. Wurdest du schon mal wegen etwas beschuldigt, das du gar nicht getan hast? Wenn du magst, erzähl mir gern in den Kommentaren davon. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere uns gerne und lass uns ein Like da. Hast du unser Video von letzter Woche schon gesehen? Wir verlinken es dir hier. Und bei Psychologik gibt es auch ein spannendes Video. Darin geht es darum, wie es bei Ermittlungen oder vor Gericht zu falschen Aussagen von ZeugInnen kommen kann.